So, Halli, liebe Leute von Facebook und von YouTube. Ich lade jetzt bloß noch ein paar Freunde ein. Ja, es geht um folgendes Thema. Und zwar ist ja so, dass man, es gibt ja Hass auf verschiedene Gruppierungen. Und es gibt Hass auf, sagen wir mal, auf Schwarze, auf Juden, auf, ja. Zum Beispiel, manche haben Hass auf Hunde. Ja. Es gibt Leute, die hassen, keine Ahnung, alle Politiker oder so. Und es gibt auch Hass auf Männer. Ja. Und ich habe jetzt auch, wie gesagt, viele so Themen auch angesprochen. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gegen die AfD gewettert, ja, mit ihren fremdenfeindlichen, rassistischen Parolen darüber auch aufgeklärt und so. Und ich habe mir jetzt lange überlegt, ob ich das Video mache, aber ich habe gedacht, nee, das Thema bringe ich jetzt doch nochmal zum Sprecher. Und zwar geht es um Hass auch auf Männer. Ja. Ich behaupte, dass es sogar das größere Problem ist, als jetzt zum Beispiel Hass auf Frauen, weil man kann den folgenden Test machen. Ich habe jetzt folgendes mal ausprobiert. Ich bin da auf YouTube gegangen, habe mal eingegeben, Frauen sind scheiße, da habe ich fast nichts gefunden, aber wenn ich dann eingebe, Männer sind scheiße, dann findet man so einige Videos, ja, und einige, also es ist komisch, also es ist ja irgendwie so, wenn man sich über Männer lustig macht, wenn man Hass gegenüber Männern verbreitet, dann ist es okay, ja, da kann man es ja machen und so, aber wehe dem, man kritisiert das weibliche Geschlecht, da ist man sofort der Buhmann, da ist man sofort der Böse, ja. Und das ist schon unserer deutschen Gesellschaft, also unserer westlichen Gesellschaft schon ein bisschen sehr ausgeprägt, auch eben mit dem Feminismus. Ich möchte mal zeigen, auf welches Video da gestoßen bin und was mir jetzt dazu gebracht hat, dass ich jetzt darüber Video mache. Dazu nehme ich jetzt mal ganz kurz bloß die Skype-Kamera, drehe es bloß mal schnell und zeige euch mal schnell das Video. So. Also ihr seht jetzt, der Hanna, das ist die Frau Miai 1711. Die findet, dass Frauen scheiße sind. Mal gucken, was sie zum Sagen hat. Also erstmal, ja, erstmal Kippe anzünden, genau. Ja. So. Hey, mach eins los. Also das ist schon mal das Erste. Kippe anzünden und dann neu entsaufen. Also will die Frau mir erzählen, dass sie was Besseres ist. Aber okay, hören wir mal weiter, was sie zum Sagen hat. Dann, ja. Oh, ganz ehrlich, Männer sind doch einfach mal echt scheiße. Hallo, die machen nur Probleme, ja? Sie kommt so sprüche wie, Scheiße, sie kommt jetzt schon mal aus betrunken nach Hause. Oder, ich mal wieder nicht so die Kronen, weil du hast in letzter Zeit ein bisschen zugenommen. Alter, so fick dich, juckt mich das, verpiss dich, Mann. Hallo? Alle Männer sind dumm, ja, und scheiße. Es gibt keinen einzigen Mann, und ich muss es wissen, es gibt keinen einzigen, der irgendwie normal ist, ja. Ich bin ein so auf den Sack, ja. Geht gar nicht. Bin echt enttäuscht. Kann Ihnen einen sehr gut vorschlagen. Also. Eine Minute und 8 Sekunden, ihr Mädel, da war aber die Luft aber schnell raus. Nee, also ich möchte mich nicht über das Mädel erheben. Ja. Aber das ist so ein Bullshit, was die da labert. Ja. Weil ein Mann zu ihr gesagt hat, sie soll mal auf Kohlenhydrate verzichten. Also ihr Ex-Freund anscheinend. Also falls sie mal zuhört, du Mädel, ich meine, das ist halt ein ernährungsbewusster Mensch. Ja. Das hat doch mit dem männlichen Geschlecht nichts zu tun. Aber hallo. Das ist ja wohl hier, ja. Deswegen hasst ihr alle Männer und findet alle Männer scheiße. Dann raucht sie, dann sauft sie, ja, und will dann noch sagen, dass alle Männer dumm sind. Also, ich glaube, von bei dir ist die Intelligenz mit der Intelligenz auch nicht so weit. Also, ja, also über Männer schimpfen, aber dann diese Angewohnheit, diese schlechte Angewohnheit von Männern, nämlich rauchen, dann übernehmen. Ja, was ist denn das? Aber hallo hier, ja. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal ein Video
um mal die männliche Perspektive mal zu bringen. Ich werde jetzt auch mal bewusst mal ein bisschen pauschalisieren, bewusst mal ein bisschen auf frauenfeindlich zu machen, einfach mal ein bisschen zu provozieren, weil es soll ja das Gegenvideo sein zu diesem Video. Ja? Also, jetzt bringe ich mal die Gegenperspektive mal, die Frauen aus Sicht von uns Männern. Wie ist denn, ja? Also wir Männer legen den Frauen die Welt zu Füßen. Ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt Frauen zum Beispiel ansprechen und also da geht's ja schon los. Wir Männer müssen schon mal den ersten Schritt machen, die Frau ansprechen, anbaggern, was ich eigentlich auch in Frage stelle. Aber es ist ja normalerweise so. Also wir machen uns Terz, dass wir mal eine Partnerin gewinnen und was ist dann? Wir reagieren auf doch viele Frauen. Sie verarschen uns Männer, ja, sie halten einen hin, die machen dann erst so Signale, so dass sie was von uns Männer wollen, ja, und dann, wie gesagt, und dann lassen sie den jeweiligen da zappeln bis zum geht nicht mehr, ja, und verarschen einen und zum Schluss heißt dann, ja, ich habe doch kein Interesse, ja. Also warum eigentlich sagen die Frauen nicht gleich von vornherein, du gefällst mir nicht, ich will von dir nichts wissen, ja. Also wie oft ist es so, dass es dann so Signale macht, ja, sie wollen da doch was von dem Mann und so. Und das geht dann ewig lang, wenn die Männer verarscht und man bricht den Männern wirklich, also uns Männer, das Herz damit, mit solchen Sachen. Ja. Wie ist es, wenn man dann in Beziehung ist? Also wenn man jetzt dann endlich eine Partnerin hat, wie ist es dann für uns Männer? Ja, dann geht es ja gleich los. Ja. Dann kommen schon mal die Eltern. Ja. Also viele Frauen hängen ja immer noch am Rockzipfel ihrer Eltern, was ich auch nicht verstehe. Ja. Also viele Frauen immer mit ihren Eltern und so und die Eltern, die Schwiegereltern mischen sich in alles ein. Da kommst du dann hin, da musst du erst mal die Eltern vorstellen. Was soll das? Ja, warum? Ja, da muss ich gleich ein Bewerbungsgespräch machen für die Eltern. Ja, mache ich jetzt eine Beziehung mit meiner Frau oder mit ihren Eltern? Aber hallo, ja, mache ich doch auch nicht. Also ich gehe doch auch nicht her und sage, meine Partnerin oder meine zukünftige muss ich jetzt meine Eltern vorstellen oder so. Ja, man lernt sie ja eh irgendwann kennen, aber da muss ich sie erstmal vorstellen und dann zeigen, ja, sie hat einen Job und was soll der Scheiß? Ja, es ist doch so. Ja, immer mit die und immer und dann bist du in der Beziehung und immer mischen sich die Eltern in alles ein. Aber das sind die Eltern von den Frauen, nicht von den Männern. Ja, da kriege ich so einen Hals. Und man wird auch, also jetzt, wenn ich jetzt auch mal von meiner Ex-Beziehung erzähle, man wird als Mann total eingeschränkt irgendwie. Also, man muss eine Frisur richten, so wie es die Frau gefällt, man muss sich kleiden, ja, man soll immer mit den neuesten Klamotten soll ich, mir kaufen und rumrennen, damit ich auch ja nicht rumlaufe wie ein Penner, ja, so hat meine Ex immer zu mir gesagt, ja, wenn ich mir neue Klamotten kaufe ständig, ja, dann unterstütze ich doch den Konsumwahn, die Ausbeutung in der Textilindustrie, das unterstütze ich doch damit, ja, dann laufe ich halt mal mit alten, gebrauchten Klamotten rum, was soll das, ja. Und immer, was die Leute denken und immer, ja, und man soll ja immer einen guten Eindruck machen, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Frauen sind spießiger als die Männer. Die Frauen sind das spießige Geschlecht. Es ist so. Spießig, autoritätshörig. Schaut es doch mal an, wie ist in der Schule? Wer petzt denn? Die Frauen, die Mädels, die sind doch die, wo petzen. Die sind doch die, wo im Lehrer in den Arsch kriegen. Natürlich gibt es auch asoziale Frauen, aber das ist ein kleiner Bruchteil, ja. Die Frauen sind obrigkeitshörig. Es ist so. Es ist so. Ja, und die Männer sind doch mehr so die Revoluzer. Und die Männer sind auch mehr die, wo auf, wie soll man sagen, auf Risiko spielen, ja. Wenn Frauen doch immer so auf Sicherheit sind. Aber ich glaube halt doch, dass man mehr erreicht, wenn man auf Risiko spielt. No risk, no fun. Das ist mein Motto, ja. Und ich höre auch nicht mehr auf Ratschläge von Frauen. Die Ratschläge von Frauen sind scheiße für Männer. Warum? Weil sie immer auf Sicherheit spielen. Immer, tu das nicht, mach das nicht, sei schön brav, ja. Krieg dem Staat in den Arsch, ja. Und halt bloß den Maul, ja. Das sind die Ratschläge von Frauen, auf solche Ratschläge kann ich verzichten, verdammte Scheiße, ja. Mann, oh Mann, ja. Was habe ich in meiner Beziehung mitgemacht, ja. Und dann, wie ist es denn, wenn man zum Beispiel, wenn man mit Frauen zum Beispiel in den Urlaub fährt, ja, also da weiß ich auch viele Geschichten. Die Frauen ziehen nur rum und machen nur Ärger und fangen nur Streit an, ist es so. Also ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, ja, ich muss jetzt ein bisschen provozieren, ja. So. Und bringen nur Unruhe rein. Wo vorher Ruhe war, bringen die Frau Unruhe rein mit ihrer Zickerei, mit ihren Intrigen, mit dem ganzen Scheiß. Ja. Ohne Witz, die Frauen haben das Faustdick hinter die Ohren. Ich glaube, in der Hölle sind mehr Frauen als Männer. Also das glaube ich wirklich. Ja, auf jeden Fall. Das sind alles so Sachen. Und wie gesagt, und auch mit dem Konsum, es sind eher die Frauen, wo,
wo wir der Konsum sind, wo wir den Kapitalismus sind. Ja? Schaut mal her, zum Beispiel da, wo ich das Video gemacht habe mit Arbeit ist scheiße. Wer habt ihr meistens kritisiert? Das waren Frauen. Ich muss auch arbeiten. Ja? Hey, die Frauen sind noch neidischer wie die Männer. Ja? Die missgönnen mir das, meine Freiheit und meine Faulenzerei. Das missgönnen die Männer. Sollen sie es doch genauso machen. Es gibt immer Ausnahmen, wie gesagt, aber die hat jetzt auch pauschalisiert. Jetzt nehme ich mir als Mann das auch das Recht raus. Jetzt ziehe ich mal als Mann übers Leder. Ja? Das Recht nehme ich mir jetzt mal. Und ich sage euch ehrlich, ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll von den Weibern. Ich war schwul. Ja, was heißt die Wahrheit? Ich habe schon immer ein Fable gehabt, auch für Männer. Aber in Zukunft möchte ich eine Beziehung mit einem Mann, beziehungsweise auf Transen, also ich stehe auf Transen, ja. Ich habe die Nase voll. Und der Miai, wie heißt sie denn? Also ihr YouTube heißt sie Miai1711. Also falls die jetzt zuhört, der gibt mir den Tipp, oder sprechen wir jetzt mal mit Duren, dann nimm die halt eine Frau, eine Wahrheit lesbisch, ja. Oder nimm den Roboter, ja. Also ich weiß gar nicht, was die Weiber für Vorstellungen haben uns Männer. Die fordern zu viel. Das ist das. Wie gesagt, ich bin ja eher links, aber den Feminismus kritisiere ich. Das kritisiere ich ganz stark. Weil es sind Frauen, die Feministinnen sind Frauen, die einfach immer nur erwarten und immer nur fordern, aber nichts geben. Ich habe großen Respekt vor von den Kurdinnen, die in Syrien gegen die IS kämpfen. Die haben die Gleichberechtigung verdient. Ja? Da sage ich, okay, die sollen gleichberechtigt sein. Ja? Aber diese ganze Kaffee- und Kuchenfetteln da von Feministinnen, die nichts bringen in der Gesellschaft, als nur zu fordern, nur egoistisch zu fordern, die, was wollen die? Die kann ich nicht viel voll lieber. Ja? Die können nur Hass und verbreiten gegen Männer. Das ist alles, was sie können. Ja? Und das ärgert mich. Ja? Das ist aus, wie gesagt, es ist ein Thema von vielen, aber das ist auch so ein Punkt. Dieser Hass, diese Hetze gegen Männer, dieses. Ja, und Witze, man kann Witze reißen über Männer, es juckt keinen, ja. Wenn der Ingo Appelt ständig über Männer Leder zieht, es juckt doch keine Sau, ja. Wenn irgendwelche Kneipen aufmachen, feministische Kaffeehäuser und Kaffeekneipen oder Teehäuser, Teestuben, wo Männer keinen Zutritt haben, ja, wer regt das denn auf? Das regt doch kein Mensch auf. Aber mach doch einmal eine Kneipe, wo Frauen keinen Zutritt haben, naja, das ist ein Skandal groß. Ja, was für Sexisten. Ja, die bösen Männer, ja, was, wie können die überhaupt, ja. Ach, hören wir doch auf, ey. Das ist doch alles hier ein bisschen, oder? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum werden so viele, scheitern so viele Beziehungen? Ja? Sag mal, wenn man das eine Frau eingerichtet hat, dass sie nur nehmen sollen, und anstatt zu geben. Ja? Also es geht nicht. Man kann nicht so viel den Männern aufbürden. Ihr Feministinnen, ihr wollt uns Männer zu viel aufbürden. Das schaffen wir nicht, das packen wir nicht. So stark sind wir nicht, wir sind keine Supermenschen. Wir sollen Hausmann sein, aber gleichzeitig Kopf auf und Geld verdienen, schaffen wie blöd. Ja, was denn noch? Was wollt ihr denn noch? Ja, hier! Ihr habt so alle einen Vogel, habt's doch hier. Sag mal. Ihr habt genug von den Weibern, jetzt ehrlich. Es geht mir so auf den Senkel da. Und dann noch über die Männer herziehen. Ja, was wollt ihr denn noch? Frag ich mich echt. Boah. Also wirklich, ey. Erweitert mal lieber mal euer Bewusstsein. Das wäre mal viel gescheiter, ja, als über Männer herzuziehen oder nur Forderungen zum Stellen. Was geht denn? Wenn ihr als Mann, wenn ihr Kind zeugt mit einer Frau und die tut irgendwie blöd, ja, dann lasst ihr sie trennen und ich darf Unterhalt zahlen. Aber darf mein Kleiner nicht mal sehen. Ja? Was ist denn das? Ja, da kommt nur noch mit Feminismus daher. Ich scheiß auf den Feminismus. Geschissen drauf. Ja, aber wirklich, aber sowas von. Dieser ganze Feminismus, der geht mir so auf den Sack, aber wirklich. Ja, also wie gesagt, gut, ich habe jetzt ein bisschen pauschalisiert, ja. Wie gesagt, so sieht es dann aus, wenn man jetzt zu sehr verallgemeinert, sag ich jetzt einmal, darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Ja, und wie gesagt, ich sehe ja, dass nicht alle so sind, aber es war jetzt mal so aus der Perspektive des Mannes ein bisschen extrem und überspitzt mal aus der Perspektive des Mannes, weil es sollte jetzt mal das Antwortvideo sein, so Männer sind scheiße, ja, aber so also ein bisschen mal das, die Gegensicht und dass mal vielleicht mal ein paar Leute mal drüber nachdenken, ja, vor allem solche wie diese Frau da, ja, wo glaubt, sie wäre was Besseres. Okay. Das war soweit mal. Wie gesagt, kommentiert ruhig in die Kommentare, teilt das Video und ja.
Bis denn.